Servus, Stop, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie üblich habe ich mal wieder das Outro in Barcelona vergessen. Muss ich mich wirklich bei euch entschuldigen, tut mir sehr, sehr leid. So Intros und Outros habe ich jetzt nicht unbedingt so. Aber dafür wird der Vlog wirklich heute sehr, sehr nice. Wir testen heute alle guten Foodspots in Barcelona. Also wirklich beim Schneiden läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich würde euch wirklich empfehlen, was zum Snacken dazu zu holen, damit ihr nicht Hunger kriegt. Nebenbei checkt auch gerne meine Modebrand ab. Die heißt Vase. Es sind immer noch ein paar Pieces in Stock. Demnächst kommt auch neuer Stuff, also seid da auf jeden Fall gespannt. Wir switchen gleich zur Handyqualität. In Barcelona dann. Aber bis dahin, liked auf jeden Fall schon mal das Video und kommentiert gerne euer Lieblingsessen. Und dann sehe ich euch wieder in Barcelona. Also, das ist der erste Laden, wo wir in dieser Foodtour hingehen werden. Heißt Barcoa. Ich glaube, ihr könnt mich verstehen und das ist ein Burgerladen. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Hier ist einmal das Menü. Ich glaube, man kann so Chicken oder Beef oder sonstiges auswählen. Burger sind relativ preiswert. Kosten 8 Euro, was natürlich eigentlich okay ist für einen einzelnen Burger. Ich gebe euch natürlich nach jedem Mal eine Review ab, sozusagen ein Fazit daraus ziehen, wie es schmeckt. Also wir sehen uns, wenn das Essen da ist und ja. Also Präsentation sieht auf jeden Fall stabil aus. Stopp. Mit Pommes sieht es noch besser aus. Jetzt wird gleich der Taste-Test kommen und wir gucken mal, wie das Ganze hier überhaupt schmeckt. Auf geht's. Nur Brot? Boah. Doch, Fleisch ist crazy. Wir sind jetzt hier raus aus dem Laden, haben gegessen. Ich muss ehrlich sagen, für so einen random Spot, den wir einfach rausgesucht haben, sehr stabil. Rating von 1 bis 10 gebe ich dem ganzen Laden hier eine 7,8, weil wir jetzt nicht zu viel hier schon vergeben wollen. Sehr, sehr stabiler Laden, sehr gute Burger, vor allem preisgünstig. Ich glaube 7,30 Euro hat der Burger jetzt gekostet. Das war's mit dem Spot und wir sehen uns beim nächsten. Okay, wir haben Maxina. Das ist unser nächster Foodspot. Ich bin ein bisschen dead, deswegen entschuldigt mich. Man kann anscheinend seine eigene Pasta irgendwie createn mit so Zutaten. Ne? Ist mir irgendwie jetzt zu anstrengend. I don't know. Kannst du auswählen. Dann hier noch so Zeug und sowas. Sehen wir uns wieder, wenn ich das Essen habe. Ich bin wirklich auf 1 HP, deswegen. Ciao. Der Max hat es 1,90 Euro gekostet. Jetzt hast du jetzt die Limonade. Essen ist fertig. War wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Es war so ganz normal simple Tagliatelle mit so Tomatensauce und Chicken. War jetzt wirklich nichts Besonderes, aber es ist so low-key ähnlich zu Vapiano. Also war eigentlich ganz gut. Ich glaube, mit Getränk hat der ganze Lachs 11,90 Euro gekostet, was extremst akzeptabel ist tatsächlich. Und die Limonade hat auch sehr gut geschmeckt. Deswegen kriegt der Laden eine solide 7 von 10, 6,5 von 10. Nichts Besonderes. Kann man auf jeden Fall safe essen, wenn man Hunger hat. Geht demnächst weiter. So, nächster Essenspot. Chemo. Und die Atmosphäre sieht sehr gut aus. Und, asiatisch steht hier erst so Feuerlöscher. Ich bin gespannt. Ihr Order. Dann berichte ich euch, wie das Ganze sein wird. Es wurden Bautzen bestellt. Und jetzt werden die getestet. Ich hoffe, man sieht meinen Bart in der Kamera. Nein, so beabbeißen, oder? So, so sieht einmal das Essen aus. Sehr stabil, wir haben hier Reis. So Rindfleisch steht noch mehr. Auch gut. Der Reis ist so klebrig. Den kann man machen. Und das Chicken ist, Rinderfleisch, zu gewürzt. Kann man machen. Wir sind jetzt hier für den Foodblog angelangt in so einem Foodcourt. Ich zeige euch mal ein bisschen ein paar Stores. Hier gibt es irgendeine random Kebab-Store für Dürüm für 6 Euro. Und hier haben wir irgendeinen so Hamburger, der actually ziemlich nice aussieht. Rechts gibt es so asiatisch-japanisch-mäßig relativ viele Sushi-Auswahl. Und auch so einen mäßigen All-You-Can-Eat-Buffet. Dann peruanisch, Burritos und so ein, ach, Pokeballs. Die sind tatsächlich ziemlich lecker. Deswegen ich schauen muss, was ich esse. Maybe nur was Kleineres. Ja, eigentlich muss ich für den Vlog hier noch was testen, damit hier nichts irgendwie gewastet wird. Irgendwie sieht mir der Laden ein bisschen zu aus, tatsächlich. Metzger. Mal gucken, ob ich mir was hole. Wenn ja, berichte ich euch. Crazy Toy, ich sitze jetzt hier bei so einem Dönerladen. Ich habe mir Dürüm bzw. das heißt Wrap hier bestellt. Ich glaube, es geht eher in die Wrap-Richtung, weil Döner hier in Spanien bin ich mir nicht so ganz sicher. Schauen wir mal, was das wird. Das Ganze hat 5 oder 90 gekostet, also ist nicht teuer. Ja, wir machen da Taste-Test. Okay, Test von Dürüm hier. Ist das live? Natürlich schlecht ist Dürüm, aber ist gut. Erstmal aus. Ich glaube, ich habe die letzten 4 Restaurants vergessen zu raten. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe am Anfang gesagt, der Döner war nicht so gut. Habe ich mich geirrt. Der Dürüm. Der Dürüm war doch nicht so schlecht. Und ich gebe dem Ganzen tatsächlich so eine lockere 7,43. Für spanische Verhältnisse stabil. Wir sind jetzt in der Tapas Bar Restaurant und hier gibt es sehr viele verschiedene kleinere Speisen. Ich habe nicht so viel Hunger, aber für den Vlog probieren wir jetzt mal was. Und zwar das hier, das ist
Thunfischfilet mit irgendeiner Mayonnaise. Klingt geil. 2,95 € ist der Kostenpunkt. Die anderen nehmen so verschiedenes Zeug. Irgendwie das da, keine Ahnung was das ist. Dann noch so Lachs und keine Ahnung was der da nimmt. Und Chicken. Wir gucken mal. Das sind die ersten Speisen. Das sind Kartoffeln und Chicken. Das riecht sehr lecker. Das riecht übel lecker, hä? Das Essen ist jetzt da. So sieht's aus. Sieht ein bisschen aus, als wäre ich gescampt worden. Ich probiere das jetzt mal. Das ist respektlos. Doch, mundet, muss ich sagen. Das Fazit für den Lachs hier muss nicht sein. 3 € dieses Ding. Ich hatte Lachs. Rating ist 7 von 10. Ist Eis. Muss aber nicht sein. Ich bin lieber so ein günstigerer Tapas oder sowas. Keine Ahnung. Wenn ihr nicht so viel Hunger habt, sonst ist nicht so viel Geld. So, wir sind jetzt bei We Love Italy. Italienisch mal, damit wir auch viele Richtungen durchgesucht haben. Typisch aus. Hier ist der Innenraum. Ganz klein, aber ist schick, kann man sagen. Ist not bad. Okay, hier ist jetzt Pizza. Ich habe Tonno genommen. Sieht extrem geil aus. Ich sag dir ehrlich, könnte ein bisschen mehr Thunfisch drauf sein, aber ist alt. Der Teig ist so ein bisschen knusprig, fluffig und der Mozzarella sieht sehr geil aus. Vor allem auch da. Ich gebe euch gleich mal einen Taste-Test, aber sieht knusprig aus. Okay, ein bisschen Test von so einem geilen Stück. Aha. Boah, die Tomatensauce ist richtig geil. Auch so der Mozzarella. Stark. Jetzt muss ich noch Nachspeisen bestellen auf Gönnermodus. Letzter Abend in Barcelona. Hier ist einmal Tiramisu. Rating. Lecker. Crepe. Die Nutella schmeckt sehr gut. Und irgendein Schokoladensoufflé. Das anscheinend auch sehr gut sein soll. Rating gibt's gleich. Nach dem Essen. Das war's jetzt mit dem Video aus Barcelona. Ich hoffe, euch hat das ganze Essen gefallen und ihr seid nicht zu hungrig geworden. Ich finde, wir hatten wirklich sehr viel Variety in dem Video. Verschiedene Essen, auch nicht nur spanisches, weil was ist eigentlich so richtig spanisches Essen außer Tapas? Ich weiß nicht mal, ob es das richtig gibt. Naja, aber ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Lasst es mich gerne wissen, indem ihr ein bisschen Liebe zeigt und ein Abo dalasst vielleicht. In Deutschland ist jetzt endlich wieder Sommer und ich fliege demnächst in Urlaub. Aber ob ich da filmen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Ich will eigentlich mal ein bisschen runterkommen und chillen. Aber schreibt gerne auch nochmal irgendeinen netten Kommentar für den Algorithmus. Das war's dann auch. Ich sehe euch im nächsten Video und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Und bis dahin, seid blessed. Peace.